Buffy Schuss Fuchs Liming ist die Suining machen Herliens Sohn, Gerard, nie entmutigt ängstlich. Er ist der Bruder von Herrn Vaniliang Metro, Herr Vaniliang Hause viel Pavillon, oft Kaixian Dao seltsames Phänomen, Limingxia Tag war gekommen, hier mit Internat, wie Borgen am Abend kühl. Er wurde gesagt, es seltsam, er nur lachen und hören sie nicht auf Beratung, bestand dort ins Bett bestellt. Yian Inhaber der Linie, ein Diener ihn in den Schlaf zu begleiten fragte, wandte er sich nach unten, sagte, ich mag schlafen allein, ich weiß nicht, was das Leben ist schrecklich, sagte er der Besitzer eines Kegels Benzoiduftbrenner auf den Mittelpunkt, wenn sie gefragt werden, welche Seite in Richtung des Fußes neben dem Bett, löschte sie die Kerze, schloss die Tür zu verlassen. Li lag auf dem Kissen die nächste Zeit finden Jan Köpp auf der Neigungsrotation, nicht nach unten, im Mondlicht nicht zu stoppen. Li Ming hatte die Schreie, Becher einen Schrei klingelte und sofort gestoppt. Dann, wenn jemand nach oben gezogen war Rauch, vertikale und horizontale Erschütterung in der Luft, die duftende Blüte, die Linien zu zeichnen. Li Ming das Handgelenk bekam, sagte was sind Geister warum Sonikit Körper aus dem Bett raus und wollen es getan. Halten sie ihm seine Schuhe unter dem Bett zu finden, nur einen zu finden, lehnte einen stattlichen, barfuß spielt Raum schwingt Weihrauch, Weihrauch in den Weihrauchbrenner plötzlich zu nehmen, unerwartet ruhig, keine Spur, Li Ming beugte mich vor einer dunklen Ecke zu berühren über sie, ein fliegendes Ding auf der Wanne geschlagen, ich wie ein Schuh fühle, war der Schuh nicht auf dem Bild, so ist er nach unten ging die Tür zu öffnen, den Diener begrüßen, Kerzen beleuchtet überall glänzen zu finden, haben die Ergebnisse nichts, dann wieder ins Bett. Nach der Morgendämmerung, gehen ein paar Leute Li Ming auf den Schuh lassen, offene Sitze, das Bett entfernen, ist noch nicht gefunden. Der Besitzer hatte ihm ein paar Schuhe gewechselt. Am nächsten Tag, er gelegentlich blickte auf und sah einen Schuh gestopft zwischen den Sparren, einen Blick pflücken, es war seine Schuhe. Li Ming ist der Lido, wo er in Sichuan-Bezirksen Residenz aufhielt hatte. Wohn viel, sind leer und niemand Gebrauch, der Ming Li nur Lifhälfte. Niederlassung Süd des Gesichts eines eingelegt Mitte getrennt nur durch eine Wand. Kann oft von der offenen Schranktür auszuschließen. Zu sehen mit Li Ming hat nichts dagegen. Einmal, Li Ming Chance mit seiner Familie auf dem Hof und reden, plötzlich die Schranktür geöffnet wird. Die Entstehung eines Bösewichts, setzte sich nach Norden, weniger als 3 Meter hoch, grün gewandt weit Socks, alle seine Finger visuell, weiß er noch nicht, lege stand mit dies ist ein Fuchs hastig bügen und Pfeil gebracht, richten sie die Schranktür schießen, sehen sie einen Bösewicht, ein YAYA hünd und erscheint nicht mehr konnte, Li Ming Messer an Bord den Pavillons, suche fluchen, nach allem, nichts gesehen, zurückkehren musste, seltsam ist seitdem verschwunden. Li Ming lebte hier seit einer Reihe von Jahren, immer ohne Zwischenfälle. Der älteste Sohn von Li Ming Li mit 3 Freunden meine Verwandten sind, ist die Sache seinen eigenen Augen. Verschiedene Ski sagte ich wurde zu spät geboren, Li versäumt, die Öffentlichkeit zu dienen. Aber hören ältere Menschen sagen, er war ein großzügig, aber entschlossen über den wahren Menschen. Aus diesen beiden Dingen sehen, sein Verhalten fast sichtbar, edles Herz, gibt es Geisterfuchs Erneng Wei.